Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Update zu unserem Segment AskTBT. Also das Segment gibt es auf jeden Fall noch. Und neue Folgen, neue Videos sind eigentlich auch noch in Planung. Beziehungsweise wir planen gerade, wie wir das noch jetzt halt fortführen wollen, diese Reihe, das Segment. Weil, also es lief nicht so ganz, wie wir es geplant hatten. Es war gut angekommen und viele Fragen beim ersten Mal und die Antworten haben euch auch gefallen, aber das Konzept ist halt nicht so aufgegangen, wie wir es uns gedacht hatten. Wir dachten halt, oder haben es uns vorgestellt, dass dann in jeder Folge gefragt wird von euch, was dann in der nächsten Folge beantwortet wird und dann in dem Video dann wieder neue Sachen gefragt werden. Aber ihr habt es halt irgendwie so verstanden, dass einmal nur diese Fragen kamen, dieses Video, wo ihr Fragen stellen könnt oder dürft und dann ein Antwortvideo und das war's. Und dann in dem Antwortvideo kamen halt auch viele Kommentare, aber nur sowas wie danke für die Antwort, coole Antworten, bla bla bla. Cool, dass ihr meine Frage beantwortet habt und sowas. Aber keine neuen Fragen. Deswegen, falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr das wieder hier unten in die Kommentare schreiben. Sonst haben wir uns noch gedacht, bauen wir das Segment ein bisschen weiter aus, weil nur Fragen reicht vielleicht nicht für so viel Material. Zwar so eine Art Rate My Deck oder Pimp My Deck, sowas in der Richtung. Name ist auf jeden Fall noch in Bearbeitung. Aber in letzter Zeit häuft sich das auf jeden Fall, dass uns ein paar Leute immer fragen, was sollen wir spielen, metatechnisch, was kann man spielen, was ist am billigsten, also Budget, sehr viele Budget-Fragen, so was kann ich mir für 50 Euro bauen, 80 Euro, 100, sowas. Dann auch viele Fragen zum Meta- und Banliste, ob Decks noch spielbar sind, ob man das und das, dies und das spielen sollte oder nicht, oder ob die Leute sich das holen sollten, sowas wird auch sehr oft gefragt und dann halt auch Decks werden uns geschickt und dann fragen die Leute uns, was wir davon halten und meistens sind das halt richtige Random Decks, von denen wir halt so absolut keine Ahnung haben, aber auch manchmal einfach normale Decks und dann wird zum Beispiel Chong über Satella gefragt. Sowas werden wir dann demnächst auch in AskTBT mit einbringen. Also falls ihr irgendwie Fragen zu einem Deck habt oder so, falls ihr uns euer Deck, euren Bild schicken wollt, könnt ihr das über Facebook tun, unsere Facebook-Seite, alle Angaben unten in der Beschreibung. Und nur Bilder, also macht ein Foto von eurem Deck, Real-Life-Deck oder halt Screenshot von eurem DN-Deck oder Death Pearl halt. Aber auf jeden Fall bitte nicht ausgeschrieben, also das passiert auch öfters, dass ihr uns das einfach schreiben. Also so wie eine Deckliste bei einem Turnier, dass sie uns einfach nur schreiben, was die spielen. Das geht echt gar nicht. Vor allem, wenn es dann Karten sind, die wir nicht mal kennen. Ja, das war's eigentlich auch schon. Also Update, stellt uns mehr Fragen und dann die neue Erweiterung mit den Decks und sowas könnt ihr auch gerne über Facebook an uns schicken dann. Wir freuen uns auf eure Einsendungen. Ansonsten werden wir jetzt noch ein paar Videos drehen über YCS Prag. Da werden wir hinfahren. Also wer dort ist, kann gerne im Chat geben und dann uns Hallo sagen und sowas. Ansonsten bis morgen und leidet nicht. Hey Leute, ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, checkt und subscribt unsere anderen Videos auch noch bitte. Und checkt auch unsere Facebook-Seite ab. Da findet ihr sicher auch informative und interessante Sachen. Leidet nicht.